Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Sensor meiner Patrick und so weiter und so fort. Ja, heute mal wieder die Reihe Hemmschies Lebensweisheiten. Heute gehen wir mal das Thema an. Lohnt sich eigentlich das Psychologiestudium? Ansonsten bin ich ja gerade in der Endphase meines fünften Buchs. Weil ich ja selber rausbringe, Alter, ist das halt das Komplizierte. Aber gut, darüber vielleicht ein andermal ein Video. Also ich werde jetzt heute in diesem Video einfach mal erzählen, wie ist das, also was kann man alles machen mit so einem Psychologiestudium? Hat sich das aus meiner Sicht gelohnt? Was gibt es für Alternativen? Ich sag mal, Spoiler, das Psychologiestudium lohnt sich. Also ich finde es ein absolut geiles Studium, aber ich werde es mal ein bisschen ausholen. Wie gesagt, mal persönliche Erfahrungen und was ich so weiß, wie das aktuell läuft. Einfach mal zusammenbringen, falls du dich auch dafür interessierst oder vielleicht auch noch was. Viele studieren das ja sehr spät auch, ne? Mit 30, 40, 50 studieren noch Psychologie, ist eigentlich cool. Ich habe ja studiert, ich glaube so, oh Gott, wann habe ich studiert, ey? Anfang der 90er, so bummelig. Das heißt, da gab es noch Diplompsychologie. Jetzt kennt ihr heute schon gar keiner mehr. Da konntest du halt, machst du Vordiplom, machst Diplom, fertig ist die Laube. Heute haben wir das internationale System mit Bachelor und Master. Aber ich erzähle erstmal so ein bisschen, wie es bei mir war und was vielleicht so die Unterschiede sind, während der Hund wieder alle möglichen Geräusche macht. Das ist ja immer, ist eigentlich immer falsch, wenn die Tür auf, zu, rein, raus, immer falsch. Immer muss in den anderen Raum gerade. Naja, egal. Also ich habe damals 13 Semester studiert. Das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, viel. Und zwar damals normal, also absolut normal. Und wie gesagt, das gab, man hat auch, keiner hat nach dem Vordiplom aufgehört, man hat bis zum Diplom weitergemacht. Und bei mir war das damals so, ich war da absolut nicht so von überzeugt erst, weil ich wollte eigentlich Physiker werden. Ne? Ich wollte Physiker werden. Und ist natürlich ganz was anderes. Also ich habe großes Interesse an Mathematik. Ich bin auch richtig gut in Mathe, war richtig gut. Bundeswettbewerb Mathematik teilgenommen und solche Sachen. Wollte dann Physik studieren, war mir eigentlich völlig klar, hatte dann aber Zivildienst gemacht und habe dann so gemerkt, ach ja Gott, das war also so eine allgemeine Zivildienststelle. Ja, damals musste man noch zum Bund oder Zivildienst machen. Und habe dann so gemerkt, ach so, mit Menschen ist ja doch irgendwie interessant und die Psyche ist interessant und was weiß ich. Und dann war ich mir absolut nicht sicher und habe 3 Semester das parallel studiert, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, aber meine, damals war es möglich. Habe dann über ZVS einen Studienplatz gekriegt und Physik konnte ich halt immer einschreiben. Und aber Physik ist halt auch so schwierig, dass also entweder du machst das Volldampf oder du lässt es halt und habe dann einfach gemerkt, ich weiß ich nicht, also so ein Nerd-Studium. Ich finde es, also ich glaube, das wäre für mich auch ein interessantes Leben geworden. Also wie gesagt, so im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich Physik studiert, hätte ich eine ganz andere Karriere gemacht, aber wäre wahrscheinlich auch okay gewesen. Also finde ich auch immer noch super interessant, das Feld. Aber ich habe einfach gemerkt, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte mir nicht mit diesen Nerds, die sind ja alle total nett, ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Nerds, aber ich könnte mir das einfach nicht vorstellen, in so einem Jahrgang, wo, da waren glaube ich 150 Leute, wo 147 Männer sind und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, und also Psychologie ist halt eine sehr bunte Veranstaltung, so, ne, ganz viele verschiedene Menschen und ja, gendermäßig natürlich viel mehr gemischt und was weiß ich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann halt für Psychologie entschieden, habe das eigentlich auch nicht bereut und ich muss auch sagen, aus damaliger Sicht, das ist heute aber anders, war das ein sehr entspanntes Studium, aber man kann es wirklich nicht anders sagen, also es war wirklich entspannt, vor allem wenn man vorher Physik gewohnt war, ich hatte das Gefühl, man hat eigentlich super viel Zeit, wir haben uns ganz viel da unterhalten. Das war auch, damals war das auch so Politik, ne, dass sie gesagt haben, hey, ihr müsst auch Lebenserfahrung sammeln, ihr müsst euch austauschen, lasst euch Zeit und dass das wirklich in der Tiefe durchdringt, den Stoff. Also eine ganz andere Botschaft, als sie heute so ist. Und das war klar, man musste immer viel lernen für die Prüfung, aber Gott, wenn man jetzt mal zu irgendeiner Vorlesung nicht gekommen ist,
ja, ist eigentlich gar nichts passiert, sag ich mal. Und die Vorlesungen, ja gut, manche waren interessanter, manche nicht so interessant. Da hat man so Seminare besucht, die teilweise auch absolute Spezialthemen hatten. Und gut, also ich fand nicht, dass man sich da kaputt gemacht hat, aber es war schon damals so, was heute bestimmt auch noch so ist, dass viele nicht rechnen mit diesem Anteil an Mathe und auch Anteil an Naturwissenschaften so, ne? Also das ist, glaube ich, auch noch viel mehr geworden. Also am Anfang ist das wirklich richtig viel Biologie, Physiologie, Sachen, die man vielleicht eher Richtung Medizin verorten würde und halt Psychologie ist, glaube ich, denke mal, dass es nach wie vor so ist, Studium, wo du am meisten zum Statistiker ausgebildet wirst, also die beste statistische Ausbildung. Und ja, das ist nicht, also für Studiendesigns, damit du auch Studien lesen kannst, richtig einordnen kannst, nicht so alles, da gucke ich mal drüber, ist mir doch scheißegal, sondern wo man wirklich so in die Tiefe geht. Und das ist schon komplex, ne? Kann man nicht anders sagen. Und da sind damals, das war damals der größte Punkt, wo viele echt gesagt haben, ich pack das einfach nicht. Ich denke, das ist heute auch immer noch, wird bestimmt noch schwieriger geworden sein. Und was ich so höre von Leuten, die heute studieren, hat sich das aber komplett geändert. Das ist ein richtig hartes Studium. Also das ist, glaube ich, absolut vergleichbar mit dem Medizinstudium. Vom Lernaufwand, Schwere der Prüfungen. Also Psychologen haben ja auch immer dieses Ding, dass sie sich so meinen, sie müssten sich beweisen und ihr Feld, weiß ich nicht, immer noch mehr professionalisieren. Da wird immer mehr ins Studium reingepackt und das ist, glaube ich, richtig tough. Hat einen unfassbar hohen NC, der liegt, glaube ich, in Berlin bei 1,0, also auch absolut vergleichbar mit Medizinstudium, super beliebt irgendwie. Ja, und es ist krass. Und du kannst natürlich nicht mehr mal eben fehlen, weil es gibt Credits. Wenn du fehlst, dann fehlen die Credits. Dann genau wie Medizin auch, dann kommst du nicht weiter. Dann wirst du nicht zur Prüfung zugelassen. Und es ist Wahnsinn. Es hat sich also komplett verändert. Es hat auch dazu geführt, denke ich, dass ganz viele kriegen einfach keinen Studienplatz mehr. Vor allem, weiß nicht, ob da noch so viele Ältere sind. Ich weiß es nicht, weil du musst ja trotzdem diesen NC erfüllen und ob das noch viele schaffen jetzt so, die das vorher nicht geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Wartesemester noch gibt. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Aber soweit ich das sehe, hat es dazu geführt, es gibt ja auch keinen Zivildienst mehr, es gibt keinen Bund mehr, dass die Studenten deutlich jünger sind als früher so und natürlich auch deutlich früher fertig sind. Und unter Umständen sind die mit 23 fertig. Und ich finde nach wie vor, ich meine, ich freue mich für jeden, der es fertig ist, ne, verstehe ich mir jetzt nicht falsch, aber ist ja schon so ein Studium, wo du so eine gewisse Lebenserfahrung brauchst und ob man die mit 23 hat, sag ich mal, habe ich so meine Zweifel dran. Also das ist schon, aber gut, es ist so, wie es ist, hat sich halt so entwickelt. Und du kriegst ja nicht automatisch also gibt es ja Bachelor, Master, du kriegst aber nicht automatisch einen Masterstudiengang, ne? Das heißt, du musst auch noch einen super Bachelor hinlegen, sonst ist nicht, nimmt dich keine Uni für einen Master. Du kannst aber andererseits, kannst jetzt auch die Uni wechseln. Das ist natürlich ganz cool so, das war damals nicht so leicht möglich. Also, ja, wird Vor- und Nachteile haben, aber wie gesagt, es gibt ja gar nicht so viele Masterstudienplätze wie Bachelor-Studienplätze, also mit dem Bachelor aufhören, in Psychologie, weiß nicht, was du da machen kannst, ich glaube nicht so viel irgendwie. Also nichts, zumindest was so, sag ich mal, so Berufe, die auch so eine, drauf gucken, was hast du denn vorher gemacht, wie viel hast du studiert, ja, also Psychotherapeuten kannst du auf jeden Fall nicht machen mit dem Bachelor. Ja, auch ein Stichpunkt, inzwischen gibt es das noch gar nicht lange, gibt es ja auch einen Master, der so direkt zur Approbation führt, meine ich. Aber, denk mal, vielleicht prima habe ich das alles, weil du musst trotzdem noch eine Ausbildung machen. Das macht aus meiner Sicht auch, ich habe immer gedacht, auch wenn das kommt, wie cool, dann bist du mit allem fertig, mit Studienende. Aber gut, das ist jetzt sehr angeglichen an die Ärzteausbildung. Und die kriegen ja auch ihre Approbation mit Ende des Studiums, muss dann trotzdem noch eine Fachrichtung machen und da lehnt sich das halt sehr an. Das heißt, muss trotzdem noch eine jahrelange Psychotherapie-Ausbildung machen und was ich so gehört habe, aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ich Juli, was machst du denn da wieder? Ach Gott, der Hund, ey. Macht hier wieder irgendeine Yoga-Übung. Okay, genau, was ich gehört habe, ist, dass manche sogar gesagt haben, hey, ich will gar nicht dieses neue
Psychotherapie Master machen, weil das dann, was die Praktika angeht und so, habe ich mal gehört, weil schreibt es gerne in die Kommentare, sonst, wenn mich das interessiert, muss ich das nochmal recherchieren, so viele Nachteile hat und so ungünstig ist, dass da viele schon extra das nicht gemacht haben und dann diesen alten Weg, als man noch so wählen konnte zwischen diesen beiden Wegen. Also gut, es scheint, die Psychotherapeutenausbildung scheint auf jeden Fall weiterhin unfassbar lang und und mühsam zu sein. Das hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Das war ja damals auch schon so. Und ja, genau. Das mal dazu. Ansonsten, dieses Trocken hört natürlich dann auf, so im Master, beziehungsweise früher im Hauptstudium. Also dann kann man natürlich die Sachen machen, die einen interessieren. Und es gibt ja auch nicht nur klinische Psychologie, es gibt ja auch Arbeits-, Betriebs-, Organisationspsychologie, Entwicklungspsychologie. Müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Du kannst in die Forschung gehen, du kannst so in diesem, was weiß ich, Mensch-Maschine Schnittstellen bauen, Umweltpsychologie, also es gibt wirklich irre viel Geschichten, die also jetzt mitnichten alle klinisch sind, zum Beispiel ja so einen Fahrkartenautomaten so gestalten, dass Leute den auch wirklich benutzen können, die nicht erst ein Handbuch durchgelesen haben und so. Das können alle psychologische Arbeitsfelder sein, ne? Also es ist schon sehr weitläufig und viele Möglichkeiten, aber ja, es ist eben schon ein langes Studium, ne? Was sind Alternativen? Du kannst natürlich an eine Fachhochschule gehen, da kannst du aber, soweit ich weiß, keine klinische Psychologie machen, das heißt, das ist dann sowas wie Wirtschaftspsychologie, glaube ABO-Psychologie kannst du da auch machen. Ist jetzt auch nicht unbedingt niedriger gehängt, das sind halt so spezielle Bereiche, die du an der Fachhochschule machen kannst, wie es in der Fachhochschule auch so üblich ist. Sehr praxisnah, denke ich. Und ja, du kannst aber bestimmte Karriereoptionen hast du dann halt nicht mehr. Oder, das machen wir auch immer mehr, du gehst halt an eine private Hochschule. Da weiß ich, in Hamburg gibt es das, in Berlin gibt es das, weiß ich nicht, kostet glaube ich so 700 Euro im Monat. Machst du ein ganz normal staatlich anerkannte Bachelor, Master. Mit den gleichen Möglichkeiten. Kostet natürlich viel mehr, ne? Logischerweise so. Ja, also früher war auch diese Diplomarbeit ziemlich hochgehängt, ob das jetzt noch so ist. Also klar, ist der Abschluss. Ich glaube, du kannst aber, damals war es auf jeden Fall das Ende des Studiums. Mittlerweile kannst du das auch, macht man, glaube ich, teilweise die Masterarbeit auch früher und du machst dann erst die Abschlussprüfung. Gut, also es gibt viele Wege und irgendwann ist man auf jeden Fall fertig. Und das ist auch, glaube ich, was ich eigentlich gerne mal adressieren würde. Was kannst du denn dann damit machen? Und das finde ich halt das Geile an Psychologie. Du kannst wahnsinnig viel machen. Vor allen Dingen, wenn man, was ich glaube ich immer gemacht habe, out of the box denkst, wenn du dich nicht diesen vorgegebenen Faden anpasst, sondern sagst, hey, ich will mich jetzt gar nicht hier so einzwängen lassen in irgendein System, sondern ich gehe jetzt nicht so einen vorgeprägten Weg, sondern ist ja nicht alles so durchorganisiert, sondern ich mache jetzt mal das und das, ne? Also es bietet irre viel Möglichkeiten auch der Selbstständigkeit und ja, also ich kann ja mal aufzählen, was ich schon, also neben diesen ganzen Beratungsdienstleistungen, die ich immer so angeboten habe und Therapiedienstleistungen, was weiß ich, Paartherapie, was weiß ich. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ganz viele Jahre als im Teambuilding gearbeitet für Unternehmen. Ne? Habe ich das jetzt vorher extra studiert? Nein, ich habe mir das angeguckt. Also du lernst im Psychologiestudium schon auch, dir schnell neue Sachen anzueignen, weil du hast einfach so eine super breite Basis. Man denkt immer, man braucht das nie wieder, aber das trägt dich dann doch irgendwie durchs ganze Berufsleben. Vor allen Dingen, wenn man auch viel Praxisanteile hatte, ne? Wenn man vielleicht schon Gesprächsführung gemacht hat im Studium und ich weiß nicht was, dann kannst du ganz leicht da so drauf satteln und was aber halt immer so eine Basis, ne? Das ist mit Physik übrigens auch nicht anders. Angela Merkel war ja auch Physikerin und es gibt so Studien, die bieten halt so eine Basis und dann kannst du wirklich in alle Bereiche kannst du gehen. Also ich habe, wie gesagt, Teambuilding gemacht, dann brauche ich natürlich noch eine Ausbildung gemacht für Bau von Hochseil- und Niedrigseilstationen und habe mich da ein bisschen Praktika gemacht und so. Und ja, es hat dann gereicht, dass ich dann in dem Bereich viel arbeiten konnte, habe ich ganz lange gemacht. Also ich habe mit bestimmt der Hälfte der DAX-Unternehmen zusammengearbeitet. Richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Habe eine eigene, weil ich ja auch wie gesagt Mathe so mag, habe eine eigene iPad-App entwickelt. iRally hieß sie, gibt es theoretisch auch noch, ist nicht mehr
im App Store und habe damit so iPad-basierte Teambuildings, so Geocaching und sowas durchgeführt und richtig krass, ne? Also auch europaweit, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann, gut, bis es mir halt irgendwann echt zu stressig wurde und dann kam hier diese Finanzkrise 2007, da war so der erste Knick drin und dann, gut, dann wurde es auch irgendwann, es gibt ja immer so Moden, ich glaube, man macht das heute auch irgendwie anders, also habe ja auch irgendwann gemerkt, nee, ich will mich doch mehr so auf Paarbeziehung, Paartherapeut und so fokussieren, finde ich irgendwie noch cooler, ist ja auch, wie gesagt, so ein Teambuilding zum Beispiel für 300 Leute zu machen, was so sehr techniklastig ist mit, wir hatten da glaube ich bis zu 30 iPads, die alle untereinander verbunden waren über ein Game-Server und ich habe das alles, wie gesagt, alles selber gemacht mit absolut bruchstückhaften Wissen, was so Softwareentwicklung angeht und also ich mir jedes Mal Stresslevel ausgestanden, also vor allen Dingen, weiß ich, einmal war einer, der hat dann es geschafft, so mit einem Tastendruck, der hat auf Reset gedrückt irgendwo, das, ach, na gut, das sind andere. Wenn ihr mal mehr drüber hören wollt, kann ich auch nochmal ein Video drüber machen. Ganze iRally gelöscht und alle, dann plötzlich rufen dich zig Leute an. Wieso haben wir hier überall Null auf dem iPad stehen? Also es war unfassbar stressig, natürlich auch fehleranfällig, aber es hat richtig viel Spaß gemacht, ne? Muss ich echt sagen. War richtig cool. Das ist auch ein bisschen, wo ich mit diesem Video drauf hinaus will. Du kannst, wenn du wirklich so ein bisschen kreativ bist, du kannst einfach so viel Sachen machen, ne? Dann habe ich gearbeitet als Supervisor in Kindergärten, in einer Wohngruppe für Borderline-Mädchen. Weißt du, das sind alles Sachen, die, das vergisst man auch nie wieder, ne? Du kriegst da so viel Erfahrung, ne? Oder ich habe, 3,5 Jahre war ich in einer Frühreha für Schädel-Hirn-Verletzte. Ey, Leute, das ist so krass. Es ist, glaubt ihr nicht, was, also wie krass das ist, wenn Leute, sag mal so Michael Schumacher-mäßig, noch so im Wachkoma sind. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der drauf ist, aber ich vermute, so ähnlich. Versuchst da Kontakt herzustellen. Also wirklich, oder was weiß ich, Leute haben da so ganz kleine Gehirnprobleme, kleinen Tumor, zeigen dann plötzlich so Verhaltensänderungen, da müssen die Angehörigen damit klarkommen, da muss man gucken werden, können die noch arbeiten, können die noch Auto fahren und auch, ich meine, das war richtig belastend, das habe ich am Anfang gemacht, richtig belastend, aber auch so Richtung Neuropsychologie habe ich viel gemacht, dann habe ich ADS-Diagnostik gemacht, dann habe ich, ja, neuropsychologische Diagnostik auch noch selbstständig, dann habe ich bei einer Studie mitgeholfen, einer neurologischen, bei so einem Arzt, dann habe da Leute getestet, und wie gesagt, alles, was ich jetzt erzähle, ist so bis auf diese Sache mit dieser Frühreha, alles selbstständig, ne? Genau, dann ja offensichtlich YouTube-Kanal, Online-Kurse entwickelt, dann angefangen mit Ausbildung, die waren auch, habt ihr auch eine Zeit lang auch über die Kammern gemacht, da in Hamburg und Berlin angeboten und Fortbildung, dann irgendwann diese Liebeschip-Abende. Was habe ich denn noch gemacht? Also worauf ich hinaus will, ist, man kann einfach, klar muss ich da immer so ein bisschen reinfuchsen irgendwo, aber du kannst dir quasi ständig was Neues ausdenken. Natürlich sind auch Sachen, ich habe mal geguckt, ob ich in die Mediationsrichtung gehe, habe ich verworfen, hat jetzt nicht so gezündet. Also gibt jetzt auch eine ganze Menge Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo man gemerkt hat, nee, das zündet jetzt nicht so richtig, muss man etwas anderes probieren, ne? Also es bietet, oder ich war mal Supervisor auf einer geschlossenen Psychiatrie, ich meine, es war wirklich so einer Flug übers Kuckucksnest, ne? Also es ist einfach absolut crazy. Oder mich haben so Luxushotels, habe ich mal, vor allen Dingen eins, habe ich mal eine Zeit lang gebucht, da sind wir immer irgendwo hingefahren, ein anderes Luxushotel und musste ich so 24/7 denen da zur Verfügung stehen, so als ja, Teamcoach und richtig cool. Richtig cool, ja. Also das ist wirklich toll, ne? Das ist richtig klasse, weil du kannst Bücher schreiben, du kannst Hörbücher kreieren, Content kreieren in jeder
Richtung und hast dann auch nicht nur, was ja heute mittlerweile so üblich ist, ist nicht nur, dass du mal irgendwo reingeschnuppert hast oder hast mal irgendein Wochenendseminar gemacht oder hast mal selber eine toxische Beziehung gemacht oder hast eigentlich einen ganz anderen Beruf, aber meinst, okay, ich starte jetzt mal eben hier als der geile Psychologe durch, obwohl ich nie irgendeine Praxiserfahrung gemacht habe. Ey, du kannst alles machen, so was du willst, ne? Und es hat immer eine Basis, ne? Du kannst immer so aus so einer Praxis schöpfen. Und das finde ich schon sehr cool, so, ne? Klar, man muss, habe ich auch, dann habe ich teilweise nochmal Zusatzfortbildung gemacht. Ich habe mal mich in Hypnose fortbilden lassen, habe ich auch nicht so richtig weiterverfolgt. Oder NLP und Körpertherapie, das ist ja auch, wenn euch das interessiert, da bieten wir ja auch eine Fortbildung an jetzt hier im April, könnt ihr noch finden unter Ausbildung auf meiner Webseite. Ich habe gesagt, ich habe angefangen, andere Paartherapeuten auszubilden. Jetzt bilde ich auch Leute aus zum Liebeship-Coach. Ist noch Überlegung, ob ich sowas mache, so eine Ausbildung zum Dating-Coach. Dann war ich irgendwann mal zum ersten Mal Single, habe ich mich Fortbildung im Dating-Bereich und auch mit diesen ganzen Polaritätsthemen, das waren auch so eigene Studien in den USA, in England, in Australien, habe ich mich da weitergebildet und ja, das ist einfach cool, ne? Und es ist eben, ich meine, klar, heutzutage kommst du auch mit so oberflächlichen Sachen super weit, wenn du einfach einen selbstbewussten Social-Media-Auftritt hast, kommst du auch mit wenig eigenem Wissen und einfach viel Show, kommst du auch super weit. Aber gut, so ist die Welt, das werde ich auch nicht ändern. Aber letzten Endes ist mir immer wohler, wenn das auch wirklich Hand und Fuß hat und eine Basis auch in einem eigenen Berufsleben, was man hatte irgendwie. Also insofern, ja, also ich finde, es ist ein toller Beruf. Kommen wir jetzt mal zu den Schattenseiten. Kann enorm belastend sein, ne? Also muss man wirklich sagen, er kann, wenn du das erste Mal vielleicht mal einen Klienten hattest, der in einer richtig akuten Krise ist, ich will euch jetzt hier nicht antriggern mit solchen Themen, aber ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Ist das schön? Nee, überhaupt nicht. Oder die, weiß nicht, so, gibt ja so Krankheitsbilder oder sagen wir so psychische Charakterzüge, wo man jetzt weiß, die sind nicht einfach in irgendeiner Beratungssituation, die meinen das bestimmt nicht böse, aber verwickeln einen komplett oder du wirst mal von so einem Team irgendwie, das sind halt alles so Erfahrungswerte, ne? Dann, ich weiß noch mal, wir waren mal in so einem Team und dann hat irgendjemand gesagt, sie wollten mit dem Chef was diskutieren, ob ich das mal anmoderieren könnte und dann moderiere ich das an und dann meldet sich aber keiner, stand ich da wieder Depp, also es passieren auch so viele Situationen, wo man echt denkt, also Gott, ich versink jetzt hier im Boden irgendwie. Also das ist schon, ob das jetzt so, wie gesagt, Live-Situationen sind oder man von Social Media, wollen wir gar nicht reden, wie irrsinnig belastend das sein kann, dieses ganze Kommentarwesen und dass mal alle Leute es besser wissen und meinen, müssen immer alles kommentieren und so unter dem Pseudoschutz der Anonymität irgendwelche ekelhaften Sachen schreiben, da wollen wir mal gar nicht drüber reden, ne? Aber ja, das ist, ich meine, aber gut, das kannst du in anderen Berufen auch haben, wenn du irgendwie Flugzeug konstruierst, kann bestimmt auch belastend sein, ne? Dass das alles sauber ist, dass das Ding nicht abstürzt und ich weiß nicht was, also, aber sicherlich gibt es auch Berufe, wo du das nicht hast, wo du einfach so dein Dingel machst irgendwie und das ist gut so, ne? Also insofern, ja, also kann belastend sein. Jetzt habe ich auch noch diese Dauer-Homeoffice-Situation, die hat natürlich auch viele Vorteile, viele gravierende Nachteile auch. Also du bist schon, wenn du selbstständig bist, bist schon sehr auf dich gestellt, ne? Also auch wenn du so eine Praxis hast, da kommt einer nach dem anderen, aber du redest dann nicht. Selbst wenn da Kollegen sind in der Praxis, du redest ja nicht mit denen, weil du hast immer diese Stundentaktung, ne? Und dann gehen alle wieder nach Hause und vielleicht trifft man sich mal mittags mal, aber oft auch nicht so, ne? Das also schon, du bist oft sehr auf dich gestellt. Wie gesagt, hast immer mit, nicht immer, hast, gibt ganz viele Berufsfelder, wo du eben immer mit Problemen zu tun hast. Das ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, Tauchlehrer oder Surflehrer, wo die Leute immer gut drauf, immer lustig, immer fairen Situationen und es ist immer schön und spaßig und gibt selten vielleicht Probleme da. Das ist es nicht, ne? Da musst du irgendwie Animateur oder Surflehrer oder Skilehrer werden. Wird natürlich dann auch schlechter bezahlt so. Das ist halt auch noch ein Punkt, wenn du finanziell hohe Ansprüche hast, dann ja, wird man, glaube ich, mit einer Angestellten-Sache auch nicht viel weiterkommen.
Und ich würde mal sagen, so als Standard Psychotherapeut, wenn du so eine Richtung einschlägst, ja, also hat sich, glaube ich, deutlich verbessert. Also gut, mittlerweile hat es ja schon deutlich verbessert, aber klar, es ist alles, das Problem ist immer, wenn du irgendeine Arbeit hast, die so stundenbasiert ist und auf eine Stundenbasis bezahlt wird, machst du natürlich immer so Limitierungen, sage ich mal, ne? Also insofern, ja, hat es auch Schattenseiten. Kann auch sagen, dass, sag ich mal, die Psychologen sind auch schon eine illustre Berufsgruppe. Also, aber gut, das kann man, glaube ich, über andere Berufsgruppen auch sagen. Ich weiß, man sagt immer über Psychologen, die haben alle einen Hau und so, aber das ist natürlich Quatsch, ne? Aber jede Berufsgruppe hat natürlich ihr Thema. Polizisten haben auch ein Thema, warum wird man Polizist? Also es gibt immer irgendwelche Gründe, warum man das dann macht und die jetzt vielleicht dazu führen, dass diese Berufsgruppe auch, wie soll ich mal sagen, Eigenschaften hat. Das ist so, aber das ist jetzt nicht nur bei Psychologen. Was ich persönlich immer hasse und das wird auch nie aufhören, das kriegst du aus den Leuten auch nicht raus, ist, wenn du sagst, ich bin Psychologe, dann erst, also so die Standardreaktion ist immer, und dann hast du mich schon analysiert? Und es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, das wird man in 500 Jahren noch sagen. Es ist einfach, man denkt immer, ich kann es nicht mehr hören, aber das ist wie ein Klavierlehrer, hat mein Klavierlehrer mir neulich auch erzählt, dass jeder sagt, er hat nicht geübt und heute klappt es aber nicht so oder zu Hause klappt es besser, hat er mir erzählt, sagt jeder. Also es gibt halt diese Sprüche, ja, weiß ich nicht, das ist halt. Das nervt halt. Aber wie gesagt, ich kann es empfehlen. Wenn man jetzt doch einen Quereinstieg machen will, also ich finde, wenn ich ein ganz spezielles Ziel habe, so, ne? Nehmen wir mal an, ich weiß, ich will so Paarberater werden. Jetzt auch eine Sache, die ich ja auch anbiete, aber es geht jetzt gar nicht um mich jetzt hier. Wenn ich jetzt ein ganz spezielles Ziel habe, natürlich kann man, dann muss man nicht mehr Psychologie studieren, ne? Ich kann sagen, okay, ich mache jetzt hier bei Hemschemeyer seine Ausbildung. Ich mache vielleicht noch eine Ausbildung zum systemischen Coach oder vielleicht mache ich noch einen kleinen oder einen großen Heilpraktiker, um das da so ein bisschen abzusichern. Man kann Quereinstiege machen. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass es nicht möglich ist. Man kann sich auch wirklich gezielt ausbilden. Also man sollte sich einfach immer ausbilden lassen, ne? Weil das also praktisch ausbilden lassen, weil ohne, es ist einfach diese ganze, viele Leute denken immer, die reden ja nur, die Psychologen. Ihr habt keine Ahnung, wie komplex eine Gesprächsführung ist. Ich sehe das immer bei Leuten, die meinen, sie könnten das. Und dann sage ich denen, ja, okay, mach doch hier mal ein Vorgespräch. Und dann siehst du, es ist so viel Erfahrungssache, so, ne, wie du so Gesprächssituationen handhabst und so. Das sind alles Sachen, ob das jetzt im Studium lernst, eben, das ist auch eine andere Frage. Aber das lernst du natürlich in solchen Ausbildungen so. Und insofern, ja, man kann irgendein gezieltes Gebiet quer einsteigen. Das heißt aber nicht, dass man sich da nicht reinfuchsen sollte und das nicht irgendwie mit, ich habe mal zwei Bücher gelesen, machen sollte. Also ich finde, dazu ist die Psyche echt zu wichtig irgendwie. Und ja, also man sollte es eben genauso ernst nehmen und dann geht es schon und dann kann das auch das Richtige sein. Es kann auch sein, hey, ich weiß genau, was ich machen will, ich gehe da jetzt gezielt rein, muss ich dafür jetzt 8 Jahre studieren und nee, musst du nicht, ne? Also ich bin wirklich. Und ich würde sogar sagen, wenn man schon ein bisschen älter ist und ich weiß, ich möchte jetzt genau da rein oder ich möchte einen Quereinstieg machen, ich glaube nicht, dass ein Studium dann so das Richtige ist. Klar, es bietet diesen Status, aber du kannst dein Ziel auch auf einem kürzeren Weg dann erreichen. Es fehlt dir dann vielleicht so diese breite Basis, so, ne? Aber gut, wir wissen noch, wie die Welt tickt. Also du kannst ja auch, gibt ja diverse Fallbeispiele von Leuten, die einfach nie überhaupt irgendwas gemacht haben und sich zu allen äußern und auch viel Erfolg damit haben, auf Social Media zumindest, was mich mal total aufreibt, aber so ist die Welt. Die Welt ist teilweise komplett oberflächlich und wie gesagt, solange es, du kannst weiter mitkommen, ohne dass es groß auffällt, obwohl du eigentlich ein Blender bist irgendwie, aber ja gut, das ist, wollen wir jetzt, es bringt nichts, also, aber ich wundere mich immer halt, wie viele Leute so ohne, wo ich weiß, was die so als Basis haben, was die sich so rausnehmen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich in allen Lebensbereichen, in der Politik wahrscheinlich auch. Und da sind ja auch Leute, die unser Land regieren und keine Ausbildung haben. Also da denkt man auch, Alter, ey, aber gut.
Gut, das ist ein anderes Thema. Ich will nicht wieder abdriften hier. Also scheint dort alles zu gehen, auf jeden Fall. Also fassen wir nochmal zusammen. Ja, es ist sehr aufwendig, sehr anstrengend unter Umständen. Und aber ich kann es absolut empfehlen. Ne? Das, wie gesagt, man muss ein bisschen sehen, dass man vielleicht genug Supervision macht, genug Psychohygiene, auch guckt, also viele neigen dazu, am Anfang zu krassere Sachen zu machen. Ich kenne das von vielen erfahrenen Psychologen, die gehen dann Richtung Ende ihrer Karriere, sagen die eigentlich, ich will eigentlich nur noch leichte Sachen machen. Einfach. Also es ist, also man muss schon einen Zoll zahlen, sag ich mal, für diesen Beruf, der ist teilweise auch erheblich und muss wirklich gucken, so in fordernden Berufsfeldern, wie lange bleibt man da? Man muss echt sehen, dass man sein eigenes Oberstübchen da einigermaßen sauber hält, sag ich mal. Ne? Gut, was interessiert euch noch? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.